Hallo und herzlich willkommen zurück im Elfenheim. Ja, und willkommen zum ersten Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Bei mir war alles super. bis auf dass die Hunde wieder 1000 Tote gestorben sind wegen den Ballere draußen, das mögen sie nicht. Trotz Beruhigungstropfen haben die das nicht so geil gefunden, aber na gut, okay. Sie haben es überlebt für jedes Jahr. Ja, was ich euch zeigen möchte im neuen Video, im neuen Jahr, mein Designteam-Projekt, Funkelkram. Tada! Ich habe meinen Elfentanz fertig. Mit dem wunderschönen Papier Fantasy Forest von Funkelkram. Und ich habe es kombiniert mit der Zauberschule von Funkelkram. Und ich liebe es. Ah, ich liebe es total. Ja, also ich habe hier natürlich jede Menge Funkelkram-Material genommen. Ich habe jetzt hier halt mehrere Lagen und es gleich leuchtet. Aber das zeige ich euch erstmal gleich. Ich habe jetzt auch hier Kunstmoos aufgeklebt, weil es ist ja alles im Wald. Und hier ist auch Mullbinde oder ja, doch Verbundmaterial eingefärbt, damit das Ganze so ein bisschen verwunschen und so. Ja, dass man so zwischen ein paar Bäumen durchguckt und dann halt Elfen beim Tanzen zuschaut. Auch der Verschluss hier ist jede Menge Perlen. Teilweise vom Funkelkram, soweit ich weiß. Also diese beiden Perlen hier, die beiden Blätter, sind auf jeden Fall vom Funkelkram. Und auch ein paar für den Kleinen hier. Also da habe ich hier bunt gemischt, was ich so hatte und was ich da wo kaufen konnte bei Funkelkram. Hier ist dann wieder so ein nettes Siegel drauf. Mache ich immer sehr gerne. Dann habe ich hier Maulbeerrinde verarbeitet. Das habe ich auch, glaube ich, in dem Video gezeigt, was ich von dem Cover gezeigt habe, wie ich das gemacht habe. Das habe ich vorher so einen komischen Beere-Rotton, habe ich mit Acrylfarbe angemalt und dann halt mit Gildenwachs nochmal rübergegangen. Und schwuppdiwupp sieht es aus wie Baumrinde. Ich finde es total cool. Macht sehr viel Spaß damit. Und hier habe ich dann nochmal mit Strukturpaste und hier Schablone noch ein bisschen Farn drauf gemacht. Weil klar, wir sind hier im Fantasy Forest, also im Wald. Und wie immer ist das gute Stück ganz schön dick geworden. Ich kann einfach nicht schlank. Da fällt immer 10.000 Sachen ein, was also rein muss. Und hier gucken auch schon ein paar Pilze raus und ein paar von diesen kleinen Gestalten, die da so im Fantasy Forest wohnen. Ne? Zu denen kommen wir aber jetzt gleich. Erstmal möchte ich euch zeigen, wie schön es leuchten kann. Moment, so bin ich jetzt noch im Bild hier halbwegs, ich hoffe es. Und einmal aufklappen, dann kann man hier das Gummiband, damit das Ganze nicht hin und her flappt, kann man hier aufklappen und habe ich hier eine Lichterkette, genau, ein Batteriefach versteckt und dann kann man hier einmal anknipsen. Dann kann sie wieder zumachen, damit man das hier sehen kann. Und dann muss ich, also jetzt sieht sie noch nicht viel, weil es noch ein bisschen hell ist. Moment, aber hier, ja, sieht man ja schon ein bisschen mehr. Jetzt machen wir mal Licht ganz aus. Tada! Da leuchtet es. Und da tanzen die kleinen Feen im Glühwürmchenlicht. Ich finde es sehr, sehr schön. Schön mystisch, so wie es sein sollte. Und wie ich das Cover gestaltet habe, habe ich ein Video von gedreht. So, weil, also, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht zum 10.000. Mal. Die kann man jetzt auch wieder ausknipsen, um Batterie zu sparen. So. Ja, genau. Also draußen habe ich es ja schon gezeigt. Und hier drin, wie gesagt, habe ich jetzt hier diese Flip-Konstruktion gebaut. Und ich bin gar nicht im Bilde. Moment mal. So. Habe ich in einem von den Aufklebern. Und das ist ja mein absolutes Lieblingsbild aus diesem Papierset. Wollte ich auch wunderbar, wollte ich auch total gerne als Cover nehmen, aber irgendwie wirkte es nicht so gut mit der Beleuchtung wie das andere. Deswegen ist jetzt gleich zu Anfang hier hingekommen. Und da kann man das halt umklappen. Hier habe ich halt hier das Batteriefach, wie gesagt. Kann man hier nochmal umklappen. Und hier habe ich hier wieder etwas ein Negativ, etwas, was ich ausgeschnitten habe, was hinter dem Journal natürlich drin ist. Und habe ich einfach wieder mal als Möglichkeit genommen, um hier Text reinzustecken. Super, da war drin. Und diesen süßen Eulenstempel hier gibt es auch bei Funkelkram. Ist einer von den neueren Motiven. Und ich finde ihn total, total schön. Und hier ist auch wieder etwas von der Zauberschule. Die habe ich ja auch integriert. Weil nur Fantasy Forest ist ja sonst zu langweilig. Nein, aber ich mehr Material hatte.
So, dann fangen wir nochmal an. Im schönen Fantasy Forest. Auch einer von meinen absoluten Lieblingsseiten ist aber jetzt aus dem Booklet. Dieser, ja, Hasenreh, glaube ich, will ich es nennen. Es ist auf jeden Fall eine sehr süße ja, Kombination hier aus beidem. Und es war ja auch ein Pilzbogen dabei, also wo man Pilze ausschneiden konnte. Und die habe ich auch die alle ausgeschnitten und habe ganz viel rausgebastelt. Hier ist also das Gedicht von Jutta. Das kennt ihr ja schon. Das lese ich deswegen jetzt nicht nochmal vor. Und hier hat man als ausklappbar und hat man hier noch diese schöne Elfe, die man auch wunderbar schreiben könnte, wenn man möchte. Und das ist jetzt ein Paperclip geworden mit Büroklammer. Und dann kann man das Ganze hier befestigen, damit es nicht durch die Gegend flappt. Ja, hast du gedacht, ne? Sieht ja mal nicht da so. Nicht auf beiden Seiten angekommen. So, jetzt aber. Junge, Junge, Junge. So, bin ich noch im Bilde? Ich hoffe es. Ja, hier gleich mal eine tanzende Elfe. Auch der müsste, glaube ich, von Funkelkram sein, der Stempel. Hier einen alten Büroumschlag. Briefumschlag. Oh Gott, oh Gott. Und hier noch ein kleines Geheimfach, wo man was reinschreiben kann. Was wäre ein Fantasy Forest ohne Geheimnisse? Ne? Das geht ja nicht. Auch einer von den wunderschönen Seiten. Ich möchte mir noch am liebsten spazieren gehen. Übrigens sind in diesem Journal vier Signaturen. Das Papier ist alles mit Kaffee, ach Quatsch, mit Tee gefärbt. Und auch mit Pigmenten. Deswegen haben die wieder ganz viel Goldglimmer bekommen. Das muss ja auch dazu. Das geht ja nicht hier. Fantasy Forest ohne Glitzer und ohne Gold. Und hier noch ein kleiner Drache. Auch die gehören dazu. Fand ich. Hier in die Tasche habe ich dann mal eine Seite von Edith Holden reingesteckt. Kann man noch dekorieren oder weiterverarbeiten, wie man es halt möchte. Hier ist einer von den Elfenjungs, hier mit Büroklammer fest. Und dann kann man ihn ausklappen. Da. Dann kann man hier hinten und vorne draufschreiben. Und dann kann man es wieder festpinnen. Hier ist ein kleiner Drache. Hier ist eine Tasche. Kann man was rausziehen. Das sind wunderschöne Wichtel. Oder Zwerg oder was auch immer sein mag. Einer der Bewohner vom Fantasy Forest. Hier habe ich eine kleine Tasche gemacht. Einen Umschlag. Einen kleinen Rehlein. Ja, das ist ein anderes Buch hier, das hier. Aber ich fand, die Eule passt wunderbar hier rein, deswegen ist sie auch hier reingekommen. Deswegen auch. Hier ist nochmal ein kleiner Tag. Ach, Tag, Cluster. Und diese Eulen hier, die sind jetzt auch hier drin, und beziehungsweise sie ist hier auch mit drin, weil sie ist nämlich eine Elfe, die sich in eine Eule verwandeln kann. Die hat einen wunderschönen Gefieder. Und schwuppdiwupp ist sie eine leise oder lautlos fliegende Eule. Deswegen ist sie jetzt direkt hier bei der Eule mit eingefügt. Hier einen von den kleinen Paperclips, die sind ja bei den Buch dabei, bei dem Booklet dabei. Und ich finde die total schön und die passen wunderbar hier rein. Und ich hätte da ganz viele Bookmaker von und raus gemacht, ja. Hier habe ich ein bisschen Vellumpapier verarbeitet. Und natürlich fliegen auch die Rehe im Fantasy Forest. Und weil es auch ein kleines Rehlein ist, also ein Rehkitz ist, hat es auch nur ganz kleine Flügel. Ne? Also sieht man das hier? Ist klar, ne? Es gibt ja auch Einhörner im Fantasy Forest. Warum sollte es nicht auch kleine fliegende Rehe dran geben? Hier habe ich dann auch wieder einen Elf ausgeschnitten, als kleiner Deckholder sozusagen. Eine andere Art und Weise von Deckholder. Hier ist ein kleiner Tag. Hier ist auch wieder was vom Zauberschule. Was Ausgestanztes hier. Ist auch schön. Mystisch. Auch diese Aufkleber sind natürlich teilweise reingekommen. Hier kann man noch was einfügen, wenn man möchte. Ansonsten guckt hier diese süße kleine Maus aus dem Fenster raus, so aus dem Loch raus. Ich fand die so niedlich. Die lächelt so schön mit ihrem Pilz. Ich finde die so süß. Und hier ist dann der Geist in dem Kuckloch.
kann auch was einfügen, wenn man möchte, hier was einkleben. Ich habe auch diesmal darauf geachtet, dass man, also sehr, sehr viele von den Taschen sind leer, damit der neue Besitzer, weil es ja wieder verkäuflich, seine eigenen Sachen einklippen kann, so wie jetzt hier sofort zum Anfang. Das ist nämlich ein halbes Bellyband, würde ich jetzt sagen. Hier kann man nicht was reinstecken, aber es ist aber leer, damit der neue Besitzer was reinstecken kann und ich nicht immer alles hier durchdekoriere bis zum geht nicht mehr. Und damit der neue Besitzer noch was machen kann, ne? Stempeln, was Neues reinstecken, wie er das gerne möchte. Das ist also beabsichtigt, dass hier nicht alles durchdekoriert ist. Hier ist die nächste Tasche, die leer ist, wo man hier was reinstecken kann. Tada. Auch gar nicht mal so klein. Hier ist dann das Gegenstück von dem am Anfang, dem Negativ. Habe ich jetzt ausgestanzt. Und hier ist wieder Platz zum Schreiben. Und hier ist halt hinten dieses schöne Papier, dieses schöne Motiv drauf. Und hier auch, das ist, ach, man will darin nur spazieren gehen. Ich hätte gern so einen wunderschönen, verwunschenen Wald vor unserer Haustür. Wir haben einen Wald, aber nicht so einen verwunschenen. Ja, das ist auch wieder einer von den Stempeln von Funkelkram, der Eulenstempel. Und hier ist ein kleiner Fuchs. Und hier ist auch wieder Platz in dem Briefumschlag für Sachen von dem neuen Besitzer. Und hier ist ein Zentaur. Auch der gehört dazu. Ich habe mir ganz große Mühe gegeben, nicht alles durchzudekorieren und auch Platz zu lassen zum selber dekorieren. Hier ist eine kleine Drache, wo man was schreiben kann. So, wieder rein. So. Das war schon die erste Signatur. Eine alte Elfe. Wenn die Hörner haben, also ich weiß nicht, ob es eine Elfe ist oder wenn die Hörner hat. Ein Fabelwesen. Da möchte ich einfach drin wohnen. In diesem wunderschönen Schloss. Mit der Treppe zum Wasser. Oh, so schön. Ja, hier sind der Kleine, also der Junge, und der Ältere, also der Erwachsene. Baumgeist oder Baumkobold, was es auch immer ist. Und bei dem kann man hier auch das aufmachen. Da kann man noch hier was rein. Drinter schreiben. Oder drin schreiben. Damit das ein bisschen hier. Ohne Geheimnisse geht es im Fantasy Forest nicht. Und hier habe ich dann auch, es sind alte Platzkärtchen von einer Hochzeit. Die habe ich mal mitgenommen. Die waren unbeschriftet. Und die passen natürlich jetzt perfekt in ein Zauberwald-Journal. Ich habe eine Tarotkarte reingesteckt. Und hier ist auch wieder eine Pilze. Ich habe das eingefügt. Kann man noch was hinterkleben, wenn man möchte. Ich habe auch viel mit Randstanzen gearbeitet. War es wieder... Ja, es sollte so ein bisschen, also magisch, aber auch nicht ganz abgeranzt aussehen. Hier ist wieder etwas, wo man was hinterschieben kann. Platz für eigene Sachen. Und das ist auch so ein permutiges Papier hier vom Action übrigens. Und da habe ich auch damit Distress Oxides rumgesaut. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Das hat sich richtig gut gemacht. Hab ich gar nicht erwartet, dass das so gut aussieht. Hier wieder was von der Zauberschule. Und hier kann man die Flügel aufklappen und dann kann die Seite ein bisschen fliegen. Bei so vielen Schütterlingen fliegt die weg, die Seite. Ich sehe wieder einer von den Jungs hier. Wo man was hinterschreiben kann. Von den vielen Jungs. Hier kann man was reinkleben, wenn man möchte. Hier sagen sich Herr und Frau Hirsch oder Reh guten Morgen oder gute Nacht. Ganz wie man das möchte. Und das ist auch einer dieser total coolen Seiten in diesem Journal. Also eine Waldbücherei oder Waldbibliothek. Das ist sowas von cool. Ich sehe mich immer, wie ich da mit beiden Händen und stapelweise Büchern durch die Gegend laufe und alles lesen will. Das wäre ein Träumchen hier, so eine coole Bücherei. Oder Bücher. Bibliothek, ja. Hier ist auch noch ein bisschen Papier von Fantasy. Gar nicht wahr, von Forest, von Stemperia reingekommen. Fand ich, das passt ganz gut. Hier habe ich in einen von den Pilzen wieder mal benutzt, um das Ganze auf und zu klappen. Hier kann man noch was reinschreiben oder reinkleben. Diese süße Elfe ist vom Stempelset von den Vintage-Elfen. Also da gab es die von Funkelkram. Da habe ich auch dann die Flügel embossed. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Flügelchen glänzen auf jeden Fall.
Diese wunderschönen Sprüche von dem Stickerbogen. Und hier ist dann auch ein fliegender Schmetterling. Den habe ich auch mit euch gebastelt. Schon habe ich noch ein Video von gemacht. Das sind diese Buchseiten, diesen 3D-Butterflies, was ich auch. Also es passt natürlich hier perfekt in das Journal, ob es dafür gedacht gewesen ist. Hier ist auch wieder, wo ich nicht weiß, ob das ein Zwerg ist oder ein großes Einhorn. Auf jeden Fall sind die Proportionen ein bisschen seltsam. Und dann habe ich hier eine wunderschöne Postkarte von dem Fantasy Forest, wo man hier nämlich mitten im Wald in einen See scheinbar kann man Karussell fahren. Und ich frage mich immer, ob man da jetzt als Elf einmal rüberschwebt oder ob man durchs Wasser läuft. Ist auf jeden Fall total magisch. Also mitten im Wald, das ist doch so cool. Den kann man natürlich hier und her bewegen, das ist klar. Mal gerne was zum Spielen hier. Und das Bellyband ist zum Beispiel in der Mitte von den Seiten, ich glaube von den Zauberschulen-Seiten. Hier wird natürlich nicht weggeworfen. Wenn ich jetzt zerrupfe die Seiten, dann benutze ich natürlich alles. Und hier habe ich einen von den Seitenmarkierern sozusagen mal umfunktioniert als Seitenhalter. Nicht Markierer, sondern einfach nur Halter. Eine kleine Seite, die man hier so reinschieben kann. Und dann kann man das umklappen. Also hier hat man das dann. Ein extra Brieflein drinne. So bunt gefärbtes Papier. Yep. Hier habe ich wieder einen Umschlag reingesteckt und schön gefärbt. Hier kann man das reinstecken und hier kann man aber schreiben oder stempeln, wenn man möchte. Hier vorne ist auch nochmal Platz, um was reinzustecken. So, da. Also dem alten Baumgesicht. Ach, das ist so schick. Ein altes Orakel. Wieder was einfügen, wenn man möchte. Hier sind die anderen Hälften von den Platzkärtchen. Hier ist auch wieder eine Gelegenheit, etwas reinzuschieben. Ich habe hier eine Tarotkarte reingesteckt. Und hier hinter dem Blumenpapier ist nochmal Platz für etwas Größeres, um viele Sachen unterzubringen. Hier rennt dann der Hirsch rum und ich habe das Gefühl, dass das Erdmännchen hier, wenn es jetzt eins ist, oder das Mummeltier, was auch immer, die neuesten Neuigkeiten rüberbrüllt. So, hast du schon gehört? Heute Morgen war. Ja. Hier ist ein schlafender Fuchs. Und das ist auch sehr, sehr schön. Das Bild. Genau, hier habe ich hier eine Halterung. Kann man das nämlich einmal abmachen. Das ist mit Klettverschluss festgemacht. Und wenn man das einmal umdreht, kann man den Wassergeist hervorwachsen lassen. Weil ich finde, hier sieht es aus, als wie unter Wasser wäre und hier über Wasser, dann kann man den Wassergeist so tschui, hoch fliegen lassen. Und dann kann man den wieder hier festmachen. Und dann kann man das eigentlich nicht mehr rausziehen. Das ist fest. Das ist ganz geheim. Ja, der guten Frau will man auch nicht im Dunkeln. Will ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Ich finde die ganz schön gruselig. Ja, vor allem dunkel. Oh. Und hier ist dann wieder. Ein Baumgeist oder ein Baumgesicht, das sie unterhält mit einem kleinen Mädchen. Und, ne, ganz ehrlich, Leute, wie seht ihr das? Ich finde das so gruselig, wenn etwas einen anschaut, was einen nicht anschauen sollte. Ich finde es einfach nur gruselig. Eine anschauende Blume. Uah. Sorry. So, wieder Platz zum Verstecken. Hier sind wir ein bisschen embossed. Diese Signatur habe ich mit euch sozusagen ein Video von gemacht, wie ich die dekoriert habe mit euch. Habe ich hier was ausgestempelt und die kann man noch was hochklappen. Und ihr seht gar nichts, ne, was ich hochklappt habe. Kann man dann so eine extra Seite. Dann kann man das wieder zurückklappen und dann hat man hier Platz noch zum was hinterkleben. So bin ich im Bilde. Ja. Hier ist wieder. Oh, komm mal her. Wieder Platz zum was runterschieben. Ne, da ist so hier nicht zu wenig einschieben können. Darin möchte ich wieder wohnen. Das sieht immer so süß aus. Hier habe ich einfach von so einem Kartenstanze das ausgestanzt. Sieht aus wie ein Wald. Und habe ich einfach eins von den Bildern hintergeklebt bei dem Fantasy Forest. Und schwuppdiwupp ist fertig die Seite. Das ist also wie ein Bild im Bild. Hier der heißgeliebte Eulenstempel. Und der guckt auch ein bisschen überrascht, der gute Mann hier, ne? Was sie ihm wohl gerade gesagt hat. Dass er so schaut. Hier ist ein idyllisches Bild.
Hier ist dann wieder Platz, um etwas Größeres zu reinzustecken. Ja, ich weiß, dass es funktioniert. So, was ist denn hier? Da ist doch gar nichts. Da ist nichts. Und hier ist aber eine andere Buchseite, auch eine Elfenbuchseite. Hier auch mal Platz für etwas Größeres. Hier habe ich nochmal Vellumpapier eingeklebt mit gestempelten Butterfly. Und hier kann man noch natürlich was einkleben oder schreiben. Die auch wieder Platz zum Reinstecken. Ja, diese wunderschönen Umschläge habe ich von Julia bekommen, von unserem Design-Team. Zum Geburtstag. Ich habe mich derbst gefreut. Ich fand das so toll süß. Total süß und total toll. So. Ich habe ein bisschen Kleinkram reingesteckt. Aber ich muss sie mal verbasteln. Nur immer alles horten ist ja auch nicht so gut. Hier habe ich noch ein bisschen Kleinkram reingesteckt, was man noch verbasteln kann. Hier so ein, ja, sieht aus wie eine verwunschene Weide. Oder eine peitschende Weide. Ja, geh da rein. Ganz bitte. Mach ich gleich. So, hier wird nochmal was umklappen. Kann man das sehen? Ja, eine kleine Maus. Und hier ist auch was von dem Zauberschulenpapier. Die süßen Gesellen. Und auch hier ist dann ein, nicht Stempel, sondern ein Sticker. Hier ist dieser hübsche Drache, der ein bisschen ein Saba-Problem hat, würde ich mal sagen. Er tropft ganz gewaltig. Und hier habe ich dann wieder ein Geheimnis. Da kann man was rein draufschreiben. Und dann kann man es wieder verschwinden lassen, dass es niemand sieht. So. Hier ist dann dieses Wimmelbild, wie ich immer denke, wie ich immer finde. Kennt doch jemand, finde Werner? Werner, glaube ich, war es. Ich glaube, es war Werner. Walter war es. Finde Walter. Da waren auch Suchbilder, wo du dann diese eine Figur finden solltest. Und hier noch was Gestempeltes. Hier ist er wieder. Ein kleiner Hirsch. Hier die Großmutter Elfe, die ihr Kleinen was erklärt. Sehr süßes Bild. Das ist auch einfach wunderschön. Hier steht jetzt nochmal der Hirschlang. Hier ist nochmal das Karussell in dem See. Das ist einfach nur geniales. Ja, hier habe ich nochmal ein kleines Bellyband integriert. Und das hier ist Klopapier. Nass gemacht, mehrere Lagen mit Pigmenten und dann halt durch einen Embossing-Folder gekurbelt und hat dann wieder ein bisschen mit Gildenwachs hochgeholt, das ganze Motiv. Und ja, es war vor Corona-Zeiten, da war noch nicht das Klopapier so wertvoll. Inzwischen haben wir es ja auch nicht so, inzwischen ist es auch wieder anders. Ja, was Hexenmäßiges. Und hier sind die kleinen Geister, die am Schaukeln sind. Ich finde die ja so super süß. Ich meine, was machen Gespenster, wenn sie eigentlich gruseln und nicht in irgendwelchen Schlössern rumspuken? Ja, sie schaukeln im Wald, ist doch klar. Ich finde es einfach nur süß. Hier ist wieder was von der Zauberschule. Habe ich einfach ausgeschnitten, die Seite. Und dann halt eingeklebt. Und jetzt habe ich halt hier viel Platz zum Schreiben. Umklappen. Dann hat man halt nur eine halbe Seite. Ist einfach in Elfen. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob das Motiv oder das Motiv, habe ich es zum Klappen. Da kann man jetzt beide Seiten sehen. Einer von den Stempeln, von den Vintage-Elfen, auch total süß. Hier ist wieder Platz zum was reinstecken. Hier ist genug Platz. Die kleine Maus, die hier im Wald spazieren geht. Ja, hier ist ein Stamperia-Stempel von auch Fantasy Forest, das Papierset damals. Und habe ich extra in so hellbraun gestempelt, dass das Ganze noch überschreibbar ist. Also es ist einfach nur wie so ein Wasserzeichen aussieht, aber nicht deckend ist. Ich kann hier was reinstecken, wenn man möchte, aber dann sieht man das Motiv leider nicht mehr. Oder man kann es einfach hier reinstecken. Das ist nämlich ganz viel Platz. Hier ist dann wieder so ein Paperclip. Und ein Drache. Hier habe ich
Platz zum Schreiben. Kann man einfach aufmachen. Und dann kann man das einmal ausrollen hier. Und dann hat man hier Platz zum Schreiben. Oder man dreht um und hat hier Platz zum Schreiben. Oder schreibt hier noch was hin. Also genug Platz, um Romane zu schreiben, wenn man möchte. Oder Rezepte. Und ich habe hier gemacht, was man möchte. So, was mache ich dann gleich zu? Ich kann mal was umklappen hier. Ich nehme hier einmal diese der Kröten her. Und hier ist auch Platz zum Schreiben. Und hier so ein Ding drauf gestempelt. So, letzte Signatur. Hier habe ich die Augen und den Pilz embossed, dass das Ganze leuchtet, oder nicht leuchtet, also hervorgehoben wird. Hier mal wieder was ausklappen und was zum Schreiben hat. Hier auch wieder was zum Einfügen, wenn man möchte. Hier ist einer von den Großmutterbäumen. Was auch ein bisschen gruselig aussieht, ehrlich gesagt. Hier kann man wieder was reinstecken. Hier Platz zum Sachen drin verstecken. Und auch in einem Zauberwald oder Fantasy Forest darf es natürlich, eine Kröte darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich finde die sehr hübsch, deswegen ist sie hier reingekommen. Und hier habe ich nochmal was zum Ausklappen und hier ist diesmal ein Elfenmann, ein Elfenherr. Hier schön dunkeln, so Leuchtblume, ist das schön. Ja, hier habe ich nochmal eine Tasche gemacht. Und da habe ich nochmal ein Zaubererbild. Weil auch die holen ja ihre Inkredenzien, die sie für ihren Zauberkram brauchen, für ihren Zaubertränke aus dem Fantasy Forest. Woher sonst? Ich meine, warum sollte der sonst so heißen, ne? Und da ist er gerade am Studieren, wo er jetzt hin muss. Welche Lichtung. Hier nochmal so ein Eidechsen her. Hier ist wieder Platz, um was reinzustecken. Auch wieder etwas Größeres. Hier kann man wirklich ganz viel drin verschwinden lassen in dem Journal. Hier ist wieder ein Paperclip. Ein kleiner Süßer. Und dieser, also ich habe echt ein Faible für diesen Stempel. Ich finde ihn echt toll. Echt schön. Hier kann ich was reinstecken. Hier habe ich wieder eine wunderschöne Postkarte, die ich am liebsten behalten hätte. Aber ich habe sie noch hier reingesteckt. Und dieser coole Waldbewohner, den man diesmal aber nicht hin und her bewegen kann. Hier ist auch mal eine Tasche, wo ein bisschen Krimskrams drin ist. Hier so ein Bild von den Zauberschule zum Beispiel und noch mit anderer Krimskrams, die man noch zum Dekorieren benutzen kann. Hier kann man jetzt was ausklappen, weil ich mich leider nicht entscheiden konnte und auch nicht dazu durchraffen konnte, dieses wunderschöne Bild zu zerschneiden. Deswegen ist es natürlich im Ganzen geblieben und hat eine Klappfunktion. Und hier ist auch noch eine Edith-Hollen-Seite, die man noch weiter verarbeiten kann, wenn man möchte. Oder auch einfach so lassen kann. Hier ist auch noch der Schülerlingsflügel oder Elfenflügel drin. Und hier nochmal ein Klappelement, wo sie hier so ein wunderschön, die ganzen Farben, so eine, was ist das? Eine Zauberei macht. Keine Ahnung. Hier ist wieder von den Stickerbogen etwas reingekommen. Von den Elfenjungs. Ja, von den Drachen in der Zauberschule. Hier ist nochmal ein Mückchen reinzustecken. Wieder ein großer Tag. Beim Einhorn. Hier ist nochmal ein paar Drachen. Hier ist auch die Möglichkeit, einmal die Tür aufzumachen. Dann sieht man, was dahinter ist. Nämlich ein langer, langer Gang oder eine Lichtung. Also ein Gang in eine Lichtung. Aber wenn man was hinterschreiben möchte, kann man natürlich auch einfach das dahinter wegziehen. Aber dann kann man jetzt gucken, was hier das für eine Seite ist und hier kann man was schreiben, wenn man möchte. Was nicht gleich jeder sehen soll. Hier einer. Hier Stempel. Hier ist eine Postkarte, die habe ich etwas
geändert. Jetzt kann man was rausziehen und was draufschreiben, also eine Karte in der Karte. Jo. Guck dir nicht süß. Ich finde ihn echt niedlich. Oh, so niedlich. Hier ist ja nochmal ein kleiner Deck, den man noch verarbeiten kann. Und hier ist nochmal ein Totenkopf, klar. Auch der ist Fantasy Forest zu finden, ne? Ist klar. Ja, das ist auch so eine Seite. Als Jutta das gezeigt hat, das Papier, war für mich klar, das muss ein Pop-Up-Element werden. Das wollte ich auch eigentlich auch in die Mitte machen. Und dann habe ich das jetzt, als ich das dann aber einbinden wollte, beziehungsweise dann, einbinden wollte, so, mache ich das ja mit Gummiband. Deswegen geht das natürlich dann logischerweise nicht in die Mitte. Deswegen habe ich es jetzt hier am Ende gemacht, weil ich wollte ein Pop-Up-Element haben. Das war ja sowieso jetzt schon fertig. Und es ging halt nicht in die Mitte. Ich habe nicht ganz zu Ende gedacht. Hier hat man nochmal eine Möglichkeit, etwas reinzustecken, etwas zu verstecken hier. Und hier ist auch mal ein kleiner Hirsch. Und zu allerletzt natürlich hier noch dann das Siegel vom Elfenhain. Ein Original-Elfenhain, das Buch hier, das Journal. Und hier kann man nochmal was ausklappen. Und hier ist nochmal Platz für eine Karte oder eine Postkarte, wie man möchte, dass hier so ein bisschen versteckt ist. So. Das war's auch schon. Der dicke Wälzer ist fertig. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann dürft ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich zum Beispiel sehr freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann dürft ihr auch gerne mein Kanälchen, also mein Elfenhain, abonnieren. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. Einmal, wenn was jeden Freitag werde ich was hochladen, eigentlich in der Regel. Dann bekommt ihr immer alles mit. Ich hatte super, super viel Spaß, das zu gestalten, mit zu basteln, euch zu zeigen jetzt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt, würde ich sagen. Bis bald. Ciao.